Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende oder alle Interessierte an einer digital gestützten Hochschullehre, mein Name ist Alexander Lasch und ich würde gerne die Reihe Digitale Lehre fortsetzen mit einem Blick auf das hybride Seminar, schon im Hinblick auf das Wintersemester 2021, von dem im Moment ja alle hoffen, dass es ganz regulär wie das Wintersemester 2019 in Präsenz stattfinden kann, zumindest was die Seminare angeht. Bei den Vorlesungen scheint es eine Meinung zu geben, dass man die ja zumindest, also entweder digital und asynchron oder zumindest, wenn man sie synchron macht, dann mit einem Stream, also hybrid, nach draußen zu senden. Und das ist technisch ja problemlos möglich, wenn man auf interaktive Elemente innerhalb der Vorlesung verzichtet. Das ist zwar vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß, aber dennoch denkbar. Aber wie gehen wir mit dem Seminar um? Mit dem hybriden Seminar, das möglicherweise eben nicht in Präsenz stattfinden kann, sondern wenn wir Seminargruppengrößen von 40 TeilnehmerInnen haben, möglicherweise keinen Raum dafür bekommen oder nur einen Raum für 20 Studierende. Setzen wir das Seminar dann komplett digital an oder ermöglichen wir Teilpräsenz mit einer Verbindung nach draußen? Das ist vollkommen unklar. Unabhängig von der Platzfrage gibt es aber vielleicht Kolleginnen und Kollegen, die sich gut vorstellen können, in Zukunft auch hybride Seminare anzubieten, weil sie nämlich festgestellt haben, dass die Arbeitsformen in Kleingruppen möglicherweise mit der Nutzung von Breakout Rooms sehr viel besser geeignet sind, um intensive Gruppendiskussionen zu führen, was in einem einzelnen Seminarraum auf die Art und Weise überhaupt nicht möglich wäre. Und für die Kolleginnen und Kollegen habe ich mit der Präsentation etwas vorbereitet. Wir müssen dafür nämlich eine technische Grundausstattung zur Verfügung stellen und ich habe im Wintersemester nicht vor, alle Seminare in Präsenz zu unterrichten, sondern ich möchte wenigstens ein Seminar als hybrides Seminar ausprobieren, testen und brauche dafür aber entsprechendes Commitment im Hinblick darauf, wie die technische Ausstattung der Studierenden ist. Und dazu möchte ich heute ganz kurz etwas sagen. Zunächst die Ausgangslage. Zeige ich nur noch mal zur Wiederholung. Also so arbeite ich in meinen Seminaren. Es gibt asynchrone Inputs als Video oder als Audio Input. Wir chatten synchron und haben synchrone Videokonferenzbestandteile. Das Ganze wiederhole ich jetzt nicht noch einmal. Das hat aber den Vorteil, dass ich neben einer thematischen Erarbeitungsphase, die Studierenden mit ihrem Thema in Kleingruppen arbeiten, auch parallel technischen Support leisten kann. Das war im digital gestützten Seminar möglich, weil man einfach unterschiedliche Videokonferenzräume öffnet, also mehrere Räume bespielen konnte. Das geht in einem einfachen Seminarraum freilich nicht mehr in Präsenz. Und um ehrlich zu sein, werde ich das schon vermissen. Wenn man also auf die Frage schaut, wie zum Beispiel so eine Input-Erarbeitungsphase oder so eine technische Supportphase ausschaut. Das hatte ich hier in diesem Circle gezeigt. Gibt es einen Input, es gibt eine Interaktion von 40 Minuten, es gibt eine Feedbackrunde und Information. Und dies, was ich bisher in meinen digitalen gestützten Seminaren gemacht habe, nämlich die Interaktion in Kleingruppen, Feedback und Information, ist, um ehrlich zu sein, in der Präsenz so nicht möglich. Denn dafür bräuchte ich wenigstens 4 oder 5 Räume. Ich bräuchte Raumteiler, ich brauchte Schallabsorber und so weiter und so fort. Und ich habe eigentlich keine große Lust, darauf zu verzichten. Denn die Ergebnisse, die die Studierenden in ihren Kleingruppen erarbeitet haben aus den letzten beiden Semestern, die zum Beispiel im Podcast Last Not Least oder auf meinem YouTube-Kanal liegen oder aber auch bei Linkdrafts, sind so gut, dass ich eigentlich den Studierenden, die dann, Entschuldigung, die dann in die Präsenz zurückgehen, dieselbe Möglichkeit bieten möchte, wie den Studierenden, die im digitalen Semester, in den digitalen Semestern unterrichtet worden sind. Aber dafür brauche ich etwas Hilfe. Nehmen wir mal an, das sei die Situation, um mich als Lehrenden mal herauszuheben, habe ich mich mal markiert. Das wäre also die normale Seminarsitzung.
mit Studierenden und einem Lehrenden. Und wenn wir in die Präsenz zurückgehen, das heißt in den geschlossenen Seminarraum, können nicht nur weniger Studierende an der Lehre partizipieren, sondern die, die überhaupt keinen technischen Zugang zu diesem Seminarraum haben, sind komplett ausgeschlossen. Sie können es gerne im Kontext von Barrierefreiheit denken oder Krankheit oder was auch immer. Jedenfalls ist das, was wir dann im Seminar machen, exklusiv. Es ist auch geschützt, ja, also es ist kein öffentlicher Raum, sondern es ist ein Raum, der geschützt an der Universität ist. Das ist ein großer Vorteil. Und man könnte nun einfach die externen Teilnehmerinnen über eine Videokonferenz zuschalten. Das würde bedeuten, dass man im Seminarraum selbst nicht nur eine Kamera platziert, die den Sprecher filmt oder die Sprecherin, sondern dass man auch Raummikrofone zur Verfügung hat, um so etwas wie eine Seminardiskussion entstehen zu lassen. Das Ganze ist natürlich aber relativ aufwendig in der Aufstellung, in der Benutzung und so weiter und so fort. Und wir können auch nicht davon ausgehen, dass alle unsere Seminarräume zum Wintersemester entsprechend ausgestattet sind mit einer kompakten Audio- und Videokonferenzsoftware. Im Hörsaalzentrum jedoch wird es so sein. Ganz besonders schwierig wird es dann, wenn wir in Kleingruppen interagieren wollen, in denen es so etwas wie hybride Breakout-Räume gibt, also mit denen wir bisher in den Videokonferenzumgebungen gearbeitet haben. Und diese Kleingruppen müssen ja nicht nur sich zusammensetzen aus Studierenden, die im Seminarraum selbst sind, sondern möglicherweise müssen Studierende, die im Seminarraum sind, mit Studierenden, die außerhalb des Seminarraums sind, also in der Ferne, kommunizieren, um gemeinsam zu arbeiten. Jetzt könnte man sagen, ja, dann benutzen wir die Seminarzeit nur für den Input und für das, was wir gemeinsam besprechen wollen. Alles andere lagern wir aus. Ja, das funktioniert aber nicht, weil der Tag eben nicht endlos lang ist und Studierende idealerweise in dem Seminarslot, in dem sie sich eingebucht haben, zu einem bestimmten Thema dort zusammenarbeiten sollten. Und es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, um das Dilemma aufzulösen. Und das würde ich Ihnen jetzt gerne zeigen, denn es braucht ein Minimum an technischer Ausstattung, um das zu lösen. Nämlich, unabhängig von der Videokonferenzsoftware und unabhängig davon, dass Sie ein Notebook besitzen, besteht die Möglichkeit, sowohl im Seminar zu kommunizieren, als auch in einer Videokonferenzumgebung, als auch in einem hybriden Breakout-Setting, wenn alle, die im Raum sind, Noise-Canceling-Headphones tragen. Denn dann ist es die Möglichkeit gegeben, erstens andere Stimmen zu filtern, zweitens in einer gleichzeitig stattfindenden Videokonferenz sich gegenseitig störungsfrei miteinander zu kommunizieren. Und dann schlussendlich auch in Kleingruppen, in hybriden Breakout-Settings, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, nach draußen zu telefonieren. Der Preis für ein solches Setting, ich zeige Ihnen hier nur eines exemplarisch, liegt, wenn man das Ganze gut anstellt, zwischen 35 und 50 Euro. Sie müssen nicht die hochpreisigen Modelle von Huawei, Apple und anderen Herstellern kaufen. Allerdings kommt es immer noch auf einen Test an, ob die Hardware, die dann miteinander in einem Raum befindlich ist, auch gut miteinander harmoniert. Dazu werde ich Studierende an der TU Dresden in den nächsten Wochen explizit einladen, dass wir das Ganze in einem hybriden Setting testen. Und ich würde Sie sehr gern auf diesem Kanal weiterhin darüber informieren, wie gut uns das gelingt und ob wir zum Wintersemester ein fertiges hybride Setting vorstellen können für hybride Seminare in der Hochschullehre. Bis dahin bin ich aber ganz herzlich erst einmal Ihr Alexander Lasch, wünsche ein schönes Wochenende und ich
wäre gespannt auf Ihre Anregungen und Ihre Bemerkungen, gern im Kommentarbereich oder auf Twitter. Das ist mir vollkommen gleich. Bleiben Sie gesund und auf ganz bald.